Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind hier immer noch inmitten des Waldes, haben so allerlei gefunden, gestorben und was weiß ich. Ich höre das seltsame Geräusch, es kommt von da unten. Aber da unten möchte ich noch nicht hin, denn ich weiß nicht, ob ich nochmal hochkomme. Also irgendwann bestimmt schon, aber mit welchem Umstand, das weiß ich nicht. Und deswegen schauen wir uns erst hier oben in Ruhe um. Da steht noch so ein alter Predator-Affe, den lasse ich mal noch in Ruhe. Aber hier, na gut, hier oben war ich schon, da ist nix. Da wollen wir mal, ne, mit dem da kämpfen, es sei denn da halt... Ah gut, der ist versteinert. Einen einzigen Duftzweig habe ich meines Wissens nach noch. Und bisher war es nie sinnlos, die zu töten. Quatsch, die zu entsteinern und dann zu töten. Entweder gab es einen Schlüssel oder ein Weg ging frei. Also... lohnt sich. So. Der ist auch erledigt. Also dropmäßig geben die ja auch gar nichts, ne? Die sind total geizig. So, einfach drüber. Man hat ja schon festgestellt, mir ist das relativ wumpe. Mit den Flüchen hier. So wie ich momentan rumlaufe. Hier ist es auch wieder sehr fluchstark, intensiv. Na gut, ich lasse den Typ erstmal noch. Ich schaue erst, was hier draußen noch so ist. Weg mit dem Mist. Also ich würde mich mal wieder über ein Leuchtfeuer freuen. Ich war jetzt letztes Mal ja in der anderen Richtung ganz nah an einem, glaube ich. Und hab's dann verkackt. Weil ich... ja, genau wegen sowas. Weil ich runtergefallen bin. Doll, da wollte ich noch gar nicht hin, Mensch. Da unten in dieser Höhle. Jetzt bin ich da. So. Aber ich werde mit einer Kiste belohnt. Zielfluch Seelenmasse, das haben wir doch schon, ne? So, das sieht stylisch aus. War früher bestimmt mal so ein magischer Teleporter. Aber jetzt leider außer Betrieb. Jo, gut. Wir sind unten. Ach, ah, alter Mann. Ja, genau, dich habe ich ja irgendwo von da draußen, glaube ich, habe ich dich schon angeguckt. Und da sehen wir uns wieder zum zweiten Mal. Hallo. Young undead, don't let this curse weigh upon you. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. Ja, ist unbedeutend wie bei unserem ersten Gespräch, zumindest noch. May we meet again. Somewhere. Sometime. Okay, wir müssen ihn nochmal treffen. Oder wie sagt man hier in der Pfalz so schön, beim dritten Mal gibt's einen Schoppe. So, in dem Sinne. Ja, muss ich wohl runterhüpfen. Was ist denn das jetzt? Das ist doch nur Wasser, oder? Das ist einfach nur Wasser, das tut mir nicht weh. Ah! Das ist Feuer. Warum? Aber es hat mir nicht wehgetan. Ich bin verwirrt. Okay, hier könnte ich eventuell rausspringen, aber ich glaube, das will ich nicht, oder? Ich bleib mal hier drin. Da hinten ist eine Tür. Das tut mir nicht weh. Da ist das Feuerresistenz oder so. Keine Ahnung. Oh nein. Ach, das ist doch ein One-Hit. Wann lern ich's? Der Frosch ist einfach nur ein One-Hit. Man hat noch so voll die Frosch-Panik von früher, finde ich. Oder ist das ungut, wenn du da reingehst und dann kannst du irgendwas Tolles? Oh nein, nicht... Oh ja, ich wollte mich gerade... Ah, okay, jetzt ist klar, was dann passiert. Okay. Es tut zwar mir nicht weh, aber meine Ausrüstung... Super, meine Narrenhandschuhe sind kaputt. Wenn ich es richtig gelesen habe. Oder sie sind... Nee, sie sind anscheinend fast kaputt. Okay. Ja, toll. Bin begeistert. Da ist noch einer. Ich höre schon wieder dieses komische Geräusch, dass ich... das eventuell auch freundlich gesinnt ist. Wie ist denn das jetzt? Kann ich nicht mit einem Reparaturpulver das Ganze selbst noch reparieren, solange es nicht ganz kaputt ist? Ich habe das noch nie gemacht. Mir wird es natürlich empfohlen, so Zeug, dass ich das mal... auch machen könnte, wenn ich es finden würde. Ich habe doch sowas wie Reparaturpulver, oder?
Nein. Da. Drei, nur drei Stück benutzen. Aber mit was benutzt er das jetzt? Kann ich das jetzt auch noch? Er benutzt es allgemein an mir komplett. Verstehe. Also müsste es jetzt meinen Handschuhen wieder gut gehen. Richtig? Richtig. Gut. Ja, dieses seltsame Geräusch kommt von da drin. Deswegen, das wartet. Das kann noch warten. Oh, ein glitzerndes Titanit. Was man hier so kriegt, gefällt mir. Hier ist nichts. Hab ich da gerade was leuchten gesehen? Ja, danke, Mensch. Ein kruder Stein. Okay, dann gehen wir mal da rein, ne? Zahnschlüssel benutzt? Ach ja, genau. Das ist schon mal... Gut. Hallo, du Habchen, vogelähnliches Wesen, das ich nicht anvisieren kann. Das heißt, du bist nett. Hi. Ich hab dich befreit. Thank you for helping me. I am Onifex. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Ja, klar, das kann ich machen. Für eine Belohnung mache ich das auch gerne, solange du mich dann nicht zu Tode hackst oder auffrisst oder was auch immer. Thank you, kind traveler. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Okay. Das werde ich tun. Thank you. Gut, eine neue Verbündete eventuell. Und eine Estus Lacan-Scherbe. Das ist doch auch eine schöne Belohnung erstmal. Reicht als Anzahlung, nehme ich gerne. Gut, ja, jetzt aber heißt es hier wieder rauskommen. Das heißt, ich muss eins dieser Fenster benutzen. Gucken, wo ich dann letztendlich rauskomme. Ich hoffe, das ist dann nicht so ein... Aua! Ein großer Umweg. Hier? Kann ich hier rausspringen einfach? Nee, hier kann ich gar nicht... Doch, hier kann ich rausspringen. Hui. Na toll, jetzt bin ich wieder... Auf der Seite, wie blöd. War noch so ein Hampelmann. Naja, aber der Weg hat sich gelohnt, sage ich mal. Hi. Ah. Hier ist es ein bisschen eng zum Kämpfen, meinst du nicht? Hey! Seit wann? Lass das! Ich muss mich erst regenerieren. Oh, jetzt. Los jetzt! Mann, du nervst! Du nervst mich! So, jetzt darüber. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber ich benutze das Leuchtfeuer natürlich nicht. Schließlich sind die Gegner da hinten noch alle tot, wo wir so schön aufgeräumt haben. Da möchte ich wieder hin. Die Kiste da oben, die fehlt mir auch noch. Muss ich mal irgendwie... Ja, hochkommen, ne? Ja, ich weiß. Hier ist es nicht schön. So. Genau, hier ist nämlich noch alles dicht. Und wenn ich hier reingehe, komme ich zu der Kiste. Beziehungsweise ich muss springen. Okay. In die Arme der Urne. Vase. Gut, könnte auch eine Riesenurne sein. So, was haben wir hier? Titanitbrocken. Versteinerter Drachenknochen. Schön. Ist hier sonst noch ein Weg? Haben wir das also auch? Fast, ja. Fast. Der Gedanke war gut. Die Umsetzung bescheiden. So. Wir sind hier hinten noch nicht fertig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Vogeldame mit unten meint. Irgendwo unten. Ist sie ja zu Hause. Wir werden es noch rausfinden, denke ich. Ja, ja, ja. Ihr Lachviecher, ihr... Elendigen. Das ist ja auch alles so todkomisch, ne? Ah ja, genau, da waren wir. Mhm. Kennen wir. So, jetzt könnten wir eigentlich mit dem spielen. Jetzt habe ich Lust auf dich auf einmal. Jetzt auf einmal. Mein letzter Duftzweig. Ich hoffe, es ist eine gute Investition. Das ist so doof, ne? Dass man während seiner Aufstehanimation nichts machen kann. Ist ja schon seit, was weiß ich, Jahrhunderten
Jahrtausenden versteinert und es kommt ihnen nichts anderes in den Sinn, wie mich töten zu wollen. Ja, du bist mir einer. Tschüss. So, was hast du denn hier bewacht? Das interessiert mich brennendst. Okay. Warum denn das hier? So. Schluss ist. Meine Belohnung für einen verschwendeten Duftzweig ist... ein Duftzweig. Und das Löwenmagier-Gewand. Ärmelrock. Ein Löwenmagier-Set. Das könnte doch was für mich sein. Das gucke ich mir gleich mal an. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich mich erstmal orientieren, wo ich das letzte Mal runtergefallen bin, wo es eventuell weitergeht. Nicht, dass ich da jetzt wieder irgendwo reinfalle. Da hinten war es irgendwo. Nee, ich gehe da jetzt besser nicht wieder hin. Ich sehe es schon wieder nicht. Hier müsste es ja dann weitergehen. Okay, ich bleibe hier jetzt mal stehen. Jetzt gucken wir uns das Gewand an. Wir wollten ja nichts mehr sammeln. Zumindest aufsammeln. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Stimmt, ich habe gar kein Hemd dafür bekommen, ne? Nur zwei Teile, meine ich. Jo. So, dann müssen wir mal hier gucken. Finsterrüstung. Falkner. Hier. Oh, das ist aber ganz schön schlecht von den Werten her. Es sieht auch ziemlich bescheiden aus. Lesen wir mal. Von den Magiern des Löwenclans getragenes Gewand. Der Löwenclan taucht als Feuer in den Aufzeichnungen recht unvermittelt auf. So als wäre er eines Tages regelrecht aus den Tiefen der Erde aufgestiegen. Effekt verbessert die Zaubergeschwindigkeit. Und das ist ein schöner Effekt. Muss ich ja mal sagen. Hatte ich hier noch was gefunden? Nee, anscheinend. Doch, Löwenmagier Ärmel. Das ist eher was für eine Frau, ne? Vielleicht ist das ja mal was für unsere Tussi da aus Machula. Wäre auf jeden Fall eine knappe Bekleidung bisher, aber es sind ja nur zwei Teile, ist vielleicht auch ein bisschen blöd. Der Löwenclan taucht als Volk in den Aufzeichnungen recht unvermittelt auf, so als wäre er eines Tages regelrecht aus den Tiefen der Erden aufgestiegen und auch das verbessert die Zaubergeschwindigkeit. Und wenn wir jetzt mal bedenken, wenn das Ganze kumulativ ist, dann ist das natürlich eine feine Sache, ne? Müsste man sich ja fast überlegen, anstatt die Seelen, die hier sowieso ziemlich crap sind, dass ich mal damit rumrenne, aber das steht einem männlichen Charakter doch nicht, oder? Na, das kann ich doch nicht bringen. Das ist eher was für eine Dame. Man muss ja auch ein bisschen aufs Aussehen achten. Nee, ich lass mal meine Narrenhandschuhe drin. Jetzt nicht nur aus dem optischen Grund, oder wegen dem Grund der Seelen, sondern eben auch, weil, Rüstungsschutz. Man hat ja gesehen, die Gegner hier sind nicht ohne. So. Also wohlgemerkt, wir haben ja noch diesen anderen Weg zur Verfügung, da wo ich das letzte Mal gestorben bin, kurz vor einem weiteren Leuchtfeuer. Und wenn das hier sich jetzt als Sackgasse entpuppt, dann müssen wir da wahrscheinlich gleich hin. Skeptikergewürz, alles klar. Ja, das hat jetzt Nüsse gebracht hier oben, oder? Gibt es hier noch irgendetwas, was ich jetzt übersehen habe? Nö. Runterfallen muss nicht sein, das kommt aufs Gleiche raus. Dann gehe ich runter. Aber, werte Freunde, ich werde an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Für euch geht es natürlich sofort weiter. Ich sag deswegen einfach mal bis gleich. Jo, und da bin ich wieder nach einer etwas längeren Pause. Jo. Schauen wir mal, ne, wie es uns heute noch weiter ergehen wird. So 12 Minuten haben wir ja noch vor uns für diesen Part. Gehen wir das Treppchen hoch und lassen uns abschlachten. Nein, hoffentlich nicht. Ja, jetzt mittlerweile habe ich auch die Kommentare zu den letzten Parts natürlich gelesen, ist klar. Und das, ich weiß jetzt einiges mehr wie zuvor. Darauf werde ich eingehen, wenn wir an Ort und Stelle sind. Ja, jetzt wieder, hä? Ach, ich war schon da oben anscheinend. Das, seht ihr mal, das habe ich schon wieder vergessen. So schnell geht's. Wenn ich da runterspringe, bringt mir das nichts, oder? Oder doch? Sollte ich mal runterspringen? Ist das denn eventuell was Neues? Sollte ich den Katzenring reinmachen? Ich mache lieber den Katzenring rein. Ich bin ein kleiner Schisser. Aber nicht hier.
Ihr mögt meinen Hartstahlring nicht, habe ich immer wieder mal rausgehört. Ich sollte mir doch mal was anderes reinhauen. Werde ich wohl auch tun. Bin mir nur noch ein bisschen unschlüssig, was. Aber da, auch da werde ich dann einfach eure Tipps befolgen. Ja, super, das hat mir jetzt natürlich überhaupt nichts gebracht, ist klar. Gut, Moment mal, wo geht's denn jetzt weiter? Jetzt bin ich ein bisschen... hier? Ich glaube, hier geht's weiter. Okay. Dann haben wir die Türmchen nicht viel gebracht. Oh, schön, wie die Sonnenstrahlen hier mich anleuchten. Praise the sun! Sieht echt schön aus. Oh nein, das sieht nicht schön aus. Ich gehe wieder. Nein. Oh nee, oh nee, oh nee. Da kommt bestimmt ein Boss. Garantiert kommt da ein Boss. Der letzte Boss ist nämlich schon ewig lang her. Warum musste ich eigentlich direkt vor dem Boss für mich einen Cut machen? Jetzt bin ich bestimmt voll außer Übung und so. Okay, checken wir erstmal. Ich habe 0 Seelensperre. Ich habe 15 große... Oh Gott. Wird das überhaupt was? Sollte ich lieber ein Kraut essen? Was? Oder gehe ich jetzt lieber nochmal dahin, wo ich einmal springen muss? Da ist nämlich kein Leuchtfeuer, wie ich meinte. Das habt ihr mir geschrieben. Da ist einfach nur noch eine Kiste. Die sollte ich mir natürlich holen. Im Nebelwald ist auch noch eine Kiste, die ich noch nicht habe. Aber wenn ich dann sterbe, muss ich alles nochmal machen. Ich bin gerade immer überlegen, ob ich sonst wirklich alles gemacht habe. Hey, kann der Baum umkippen? Das wäre doch eine tolle Abkürzung. Eventuell, ich weiß ja nicht. Kannst du umkippen? Nee, natürlich nicht. Da hinten, das ist ja alles alt, ne? Da ist mein Leuchtfeuer. Wenn man es so betrachtet, gar nicht weit weg. Aber irgendwie der Weg sich dorthin, der ist trotzdem ewig, ne? Was sind das denn? Ne, das sind da hinten ist nichts. Da habe ich die Kiste geholt, da ist auch nichts. Ja, ich will drucksen, ich will machen, das bringt alles nichts. Letztendlich muss ich in die Olle... Ja, ihr lacht euch einen ab, ich merke das schon. Komm, die kill ich einfach mal. Ja, was ich mir auch geschrieben habe, natürlich nur die mit Gesichter, die lachen. Ich höre... Achso, das ist immer noch die eine, wo da unten ist, ne, die ich befreit habe. Die ist noch nicht hier weg an Ort und Stelle. Okay. Ja, meinetwegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier noch was machen könnte, was übersehen habe oder so, aber... Nee. Eher nicht. Ich denke, wir haben alles gemacht. Alles geholt. Ich will es jetzt nicht unbedingt wagen, an der einen Stelle zu springen. Andererseits... Da kommt ja nicht viel, ne? Ich könnte es jetzt echt noch schnell machen. Oh. Gegner noch? Stimmt, in der Ecke war ich ja jetzt im Grunde noch gar nicht. Da rein muss ich aber nicht mehr. Doch, ich muss da rein. Glaube ich. Da komme ich da durch. Ja gut, was soll's. Der Fluch kann mir ja nix. Er kann mir überhaupt nichts. Muss ich überhaupt keine Angst haben. Geht mir nicht auf den Keks. So, da runter. Oh mein Gott, ich bin verflucht. Welche hatten hier noch ein Gesicht? Ach, bestimmt unten irgendwo. Wird mich das ankeksen, wenn ich nicht eh schon das Minimalste an Leben hätte? Dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich pissig. Ach ja, genau, der Typ noch. Stimmt, das könnten wir noch machen. Habt ihr mir auch mehrfach geschrieben, dass es doch eine weise Entscheidung war, ihn nicht zu töten. Ich habe ihn ein bisschen falsch interpretiert. Ich dachte nämlich, der Typ schläft. Aber nein, er schläft nicht. Er sieht nur schläfrig aus. Und ich verstehe seine Sprache nicht. Und das kennen wir doch irgendwoher. Und dafür habe ich ja auch schon einen wunderschönen Ring. Den werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Oh Gott, wo ist der? Und wie hieß der? Ich glaube, Ring des Flüsterns oder so. Den haben wir jetzt bei der Katzenfrau ja mal gekauft.
Ja. Ring des Geflüsters. Macht Stimmen von Gegnern hörbar. Oh, der redet ja schon mit mir. Nee, okay, das ist vielleicht nur ein seltsamer Sound, wenn man ihn anzieht. Oh ne, das ist er. Das ist definitiv er. Keine Ahnung, was er von sich her prappelt. Wir werden es gleich wissen. Hallo. Ich weiß jetzt, dass du nett bist. Human, are we? This is no place for you. Be gone. Na komm, red ein bisschen mehr mit mir. Are you not afraid of me? Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me. Or make an attempt on my life. But you are different. Ja, aber nur weil ich auf meine Zuschauer höre. Sonst hätte ich mich genauso verhalten. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. It was at the peak of this madness that he conjured up we strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Nobody knows when we were born or where our master has gone. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wish to ask a favor of you. I want you to kill my betrothed. Once, I always found her at my side. But as time went on, things went awry. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she came after me. We have been locked in combat ever since. Okay. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some curse. I will be sure to assist you in return. The past is a distant fog. My name was Targ. That is all that I remember. The past is a distant. Okay, ja, eine kleine Mission, die wir mit ihm machen müssen. Anscheinend im Nebel jemanden killen. Ja, da muss ich eventuell nochmal mit dem NPC reden, den ich dort gesehen habe. Vielleicht meinte den aber eine Frau? An eine Frau kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber egal, vielleicht ist es jetzt neu oder keine Ahnung, vielleicht meint er auch ein anderes Gebiet. Interessant, interessant. Anscheinend gibt er mir erst etwas, wenn ich seine Mission erfüllt habe, weil ihr habt ja auch geschrieben, dass der angeblich tolle Sachen hat. Hi. Ach, wieder so ein goldener Löwe. König der Löwen. Ja, warte mal, wie gehst du? Immer, ja, immer abwechseln, ne? Zack. 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 Ach, das dauert. Ja, ihr habt mir auch schon ein paar neue Waffen empfohlen. Diese Claymore wollt ihr mir halt immer wieder ans Herz legen. Muss ich mal gucken, ob ich die wirklich möchte. Dann muss ich halt nochmal Stärke und Geschicklichkeit skillen. Und ansonsten kamen nicht wirklich Tipps ein. Gut, ein, zwei andere Tipps noch, aber das hat mich nicht so überzeugt. Ich weiß nicht. Tut mir noch ein bisschen schwer, mich zu entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde mich noch entscheiden. Ich werde noch eine andere Waffe haben. So viel ist sicher.
So, das ist ja schon mal ein guter Einstieg mit dir. Das macht Spaß. So. Das sind überhaupt kein Problem mehr, diese Löwenkrieger. Was war denn das nochmal für ein Sound? Wisst ihr, dass der Ring mir gerade auf den Keks geht? Ich muss ihn wieder rausnehmen. Sorry, das ist ja furchtbar. Das Geräusch bleibt ja. Das ist das allgemeine Rauen dieser Löwen oder was? Das ist ja furchtbar. Was mache ich denn jetzt rein? Was habt ihr mir empfohlen? So ein Blödsinn nicht. Balance jetzt nicht unbedingt. Auf die Aufnahme zusätzlicher Zauber ist eigentlich ganz nett. Erhöht die Zauberaufladung. Oh, ich bin mir schon unschlüssig. Absorbiert TP. Das ist auch nichts. So. Oder einfach Drop-Chance erhöhen. Resistenzen sind hier auch nicht wirklich vonnöten, finde ich. Weiß nicht. Ich finde eigentlich den Hartstahlring ganz cool. Na gut, wahrscheinlich macht da im Gesamtdingens kein großer Unterschied. Oder ich tue mir den Ring der Klingen rein. Ich mache ja sowieso hier recht viel mit dem Schwert. Eigentlich. Ja, eigentlich schon, ne? So, ich versuche jetzt mal hier rüber zu jumpen. Das müsste doch hoffentlich klappen. Endlich ist wieder Ruhe im Karton. Okay, ich muss aber genau in den Torbogen springen. Oh Gott, ich sehe mich jetzt schon fallen. Oh, geschafft. Ja. Das Leuchtfeuer, das man hört, das ist das alte. Im Übrigen, man hört nur die, die man entzündet hat. Das wusste ich auch noch nicht. Danke dafür. Also, es ist immer wieder toll, was man so von euch erfährt. Ja, und ich denke mal, wir müssen auch... Hellebarde des Schwarzen Ritters. Hm. Wir müssen dann auch mal zurück... Oh, ich weiß nicht. Kann ich da vielleicht hinspringen? Ah, das ist bestimmt ein altes Gebiet dann, aber egal. Ich probier's mal. Hui! Ja. Wo bin ich da? Ach ja, 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 ja. Alles klar. Da haben wir ja auch schon alles gemacht. Rollstuhl-Opa haben wir ja da aus dem Fenster ausgesehen. Jetzt kann ich wieder hier rein. Aber ich will nicht, dass die Gegner wieder da sind. Deswegen werde ich nicht das Leuchtfeuer berühren. Ich werde... Wir werden jetzt zum Schluss des Parts noch uns den Gegner angucken. Den Boss. Den es dort bestimmt gibt. Ich werde auch kein Kraut essen. Es könnte ja sein, dass gar keiner kommt. Kein Boss. Und, oh komm, 15 große Seelenpfeile, das wird schon reichen. Ich finde das manchmal lustig, wenn von der Ferne die Gegner wieder hinfallen. Die man ja schon längst getötet hat. Das ist irgendwie lustig. Ja, im Grunde kann man super schnell hinrennen, wenn man die Gegner nicht macht zum Boss, ne? Also eigentlich geht's. Naja, egal. Jetzt gucken wir uns erstmal an, ob es ein Boss ist oder nicht. Die letzte Handlung, ein Versuch. Ansonsten muss das Ding... morgen dran glauben. Oh je, Wüste. Kommt jetzt so ein Sandwurm oder was? Also was heißt Wüste? Ich meine natürlich Sand. Sand. Ah, ich hör schon... Oh, 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 wer greift mich hier dann an? Wo denn? Was denn? Ein unsichtbarer... Was bist du denn? Okay, ich nehme es natürlich ernst. Es tut ja auch weh. Keine Frage. Es ist ja auch nicht wirklich ein Boss. Oh! Wie geil! Was für ein geiler Einstieg aber. Okay. Ach, du bist ja die Frau. Du bist seine Frau. Alles klar. Und du hast ganz viel Magie. Okay, alles klar. Ja, das war schlecht von mir. Okay, ich muss hier mal kurz weg. Ah, verdammt. Okay, das war ein kurzes Debüt. Mensch, du hast aber eine Scheiß-Ex. Kein Wunder, dass du dich von ihr trennen willst. Ja gut, eigentlich... nett anzusehen, wenn sie nicht so einen komischen Unterbau hätte. Aber okay. Oh, cool. Mal so ein richtiger Feig gegen Magier. Das könnte interessant werden. Und dann geht mehr mit unserem Tag. Freut euch auf den Kampf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2.